Das war nicht abgesprochen. Wir sind keine Klimaknechte! Wir
Patrioten Europas gegen die Ökologisierung des Abendlandes Pegöder aufgenommen. Super! Noch niemand da? Nur ein paar Zuschauer. Hallo, die Morituri wollen verurteilt werden. Wir sind eben nicht mehr wichtig. Ach, nicht traurig sein. Wir sind immerhin wichtig genug für einen Jahrhundertprozess. Kein Militär, keine Polizei? Herr Kollege, Sie vergessen, wir sind freiwillig hier. Trotzdem, irgendjemand muss uns doch beschützen. Und nichts ist beschildert. Wohin sollen wir uns also setzen? Was wäre psychologisch wohl am sinnvollsten? Hier ist der Richter. Rechts oder links davon? Wir sollten nicht zu offen sprechen. Es wurde zugesichert, nur der Prozess wird aufgezeichnet. Keine Privatgespräche. Aber haben Sie sich immer an Ihre Zusicherungen gehalten? Wohin sollen wir uns nun setzen? Ach, da sind Sie ja. Wir diskutieren gerade, wo wir unsere einst so mächtigen Ärsche platzieren sollten, um den Prozess zu gewinnen. Ich sitze hier. Sie haben es gehört? Diese Seite. Ja. Ach, die Herren und Damen Handläger kommen. Herren, Damen und Kinder. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich auch Kinder. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass wir diese Seite gewählt haben. Es war noch niemand da. Es ist immer jemand da. Nein, es war wirklich niemand da. Wir haben sogar gerufen. Sie meinen, es ist immer jemand da, der die Suppe auslöffeln muss. Aber ihresgleichen dachte er ausschließlich an sich selbst und vergaß den Rest der Menschheit. Aber es war wirklich niemand da. Ich verstehe Ihren Standpunkt. Aber bitte verstehen Sie auch, dass wir unseren Standpunkt haben. Die Welt zu zerstören, ist das Ihr Standpunkt? Frieden! Die Standpunkte wollten wir im Prozess klären. Nicht jetzt und damit wir durchhalten. Aber ist so sehr fladig gebacken? Ja, stimmt Sie? Fladen bei Gericht? Ein Fladengericht? Nein, das wird sind. Ich meine das anders. Fladengericht, Scherbengericht, griechische Demokratie. Ach so. Ja, dann werden wir uns mal wieder setzen. Bitte, seien Sie doch nicht so streng mit uns. Wir sind nicht streng. Die Geschichte ist streng. Sie werden ein vernichtendes Urteil über Sie sprechen. Bitte nicht noch mal Vergiftung. Lieber Fladen. Nein, danke, jetzt nicht. Ich schon. Danke. Denken Sie Ihr Aufstehen dient der Wahrheitsfindung? Bitte setzen Sie sich. Zunächst möchte ich Sie bitten, die Namensschilder anzubringen. Das Publikum soll schließlich wissen, who is who. Also, ich wäre soweit. Wir können mit der Übertragung beginnen, wenn Sie auch so wären. Okay. Willkommen zur ersten Sitzung. Bevor die Angeklagten zu den Vorwürfen Stellung nehmen, möchte ich die delegierte Moderation, früher Richterin oder Richter genannt, Sie zunächst in die Materie einführen. Keine Sorge, es wird nicht allzu lange dauern. Wie die Nürnberger Prozesse in der Mitte des letzten Jahrhunderts, steht auch dieser Prozess vor einem Ende und einem Anfang. Am Ende einer für die Menschheit verheerenden Zeit. Und am Anfang einer Umkehr. Wir wissen, die letzte Umkehr war nicht von allzu langer Dauer. Wiederbewaffnung, Kriege, the same procedure as every year. Dies mag ein schlechtes Omen sein, aber dennoch waren die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher ein Meilenstein. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einem Gericht verhandelt. Wieder stehen wir am Ende einer verheerenden Zeit. Wieder wurden Verbrechen unvorstellbaren Ausmaßes verübt. Und wieder sind wir am Anfang einer Umkehr. Es erschien daher naheliegend,
dass wir für den Ort des anstehenden Prozesses die gleiche Stadt und den gleichen Saal wählen. Wir hoffen, dass die Umkehr diesmal von längerer Dauer sein wird. Wir haben schlichtweg keine andere Option. Vieles ist gleich, doch anderes unterscheidet sich. Im Gegensatz zu den Nürnberger Prozessen wird nicht der Gerichtshof das Urteil fällen, sondern die verbliebene Weltbevölkerung. Wie in der attischen Demokratie. Wir haben Gericht. Bitte. Ach, nichts Insider-Joke. Aha. Wie in der attischen Demokratie liegt die Entscheidung also bei der verbliebenen Weltbevölkerung. Aber das Urteil wird nicht nur für die Angeklagten gelten, das Urteil wird für alle gelten. Für mich, die Anklagenden, für Sie in den Zuschauerrängen, für jeden Menschen auf der Welt, der sich mit seinem Tun oder seinem Unterlassen schuldig gemacht hat. Denn bei diesem Prozess geht es nicht um das Bedienen von Rachegelüsten, so verständlich diese auch sein mögen. Und es geht auch nicht um zur Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen, denn zu einem Verbrechen gehören immer zwei Dinge: Ausführende und Umstände. Sitzen die Ausführenden im Gefängnis, sind die Umstände immer noch da. Andere rücken nach und nichts ändert sich. Wir brauchen diesen Prozess, um das Unbegreifbare zu begreifen, das Unvorstellbare uns vorzustellen. Denn nur so finden wir wieder Vertrauen in uns Menschen und die menschliche Gesellschaft. Etwas zu verstehen heilt noch nicht, aber es ist die Voraussetzung für Heilung. Und Heilung ist die Voraussetzung für Frieden. Ein Verbrechen entzweit, schlägt tiefe Wunden in die menschliche Gesellschaft. Unser gemeinsames Urteil soll den verletzten Frieden wiederherstellen. So, nach diesen salbungsvollen Worten, nun zum Eigentlichen. Zur Wahrheitsfindung durch Anklage und Verteidigung. Die Anklagenden sind die Kinder der Welt, die Nicht-Industrieländer und die Vertriebenen der Erde. Die Anklage legt fest, welche gesellschaftlichen Gruppen ihrer Meinung nach Hauptschuld an der Klimakatastrophe tragen. Vertretende dieser Gruppen erklärten sich bereit, vor diesem Tribunal ihre Handlungsweisen zu rechtfertigen. Die Angeklagten werden sich selbst verteidigen, sowie die Opfer der Klimakatastrophe und deren Folgen selbst anklagen. Ich bitte die Kinder der Welt, mit dem Verlesen der Anklageschrift zu beginnen. Echt blöd, dass wir kein richtiges Lagerfeuer machen dürfen. So ein Solarpanel-Dings ist sowas von unromantisch. Am Ende unserer Reise dürfen wir das. Ich möchte eine Wurst grillen! Ioni! Wir sind da in Hamburg, muss dann Hering grillen. Möchte aber trotzdem eine Wurst grillen! Weil ich unbedingt im Tor! Am Ende unserer Reise darfst du das. Versprochen. Wir werden unsere deutsche Kultur wieder aufrichten. Hering wurde ja schon lange nicht mehr geerntet. Fangquoten, fast alle Fischer sind damals pleite gegangen. Diese scheiß Öko-Hippies. Ja, bestimmt genügend Hering. Vermutlich, Frau von Milchthausen, vermutlich. Ja, wenn man selber rausfahren und welche angeln. Unsinn, das Meer ist tot. Zu wenig Sauerstoff wegen Überdüngung. Es gäbe technische Lösungen, aber die werden ja von den fanatischen Klimaschützern blockiert. Öko-Schweine. Aber echt? Wo geht's als nächstes hin, hast du in deiner Rede gesagt? Jena. In Jena war das Eike-Institut. Klar, und was ist das? Kennen Sie nicht? Keine Bildung dieser Jugend. EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie. Wahlspruch, nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Geil! EIKE betrieb auch eine Internetplattform mit wissenschaftlichen Artikeln. Auch ich habe eins dort publiziert. Unser Doktor wurde deshalb ganz schön in die Mangel genommen. Die gesamte Fachwelt hat über mich hergezogen. Aber Doktorchen blieb standhaft. Ein Held! Sie übertreiben, Frau von Lichthausen. Sie übertreiben. Weiß ich doch. Ja, und was machen wir da in Jena? Sagen Sie es ihm.
Er ist jetzt einer von uns. Bin ich? Im alten Institut wurden unwiderlegbare Beweise dafür gesammelt, dass die Kampagne gegen den angeblichen Klimawandel ein groß angelegtes Komplott mächtiger Hintermänner war. Diese Dokumente wurden gebergt. Früher hätten wir uns dazu einfach in ein Auto gesetzt. Aber jetzt ja nicht mehr. Ja, aber ich denke, du siehst sicher noch welche umeinander. In Kellern, in Tiefgaragen, mit vollen Benzintanks. Ich und Tobi, wir kannten schon haben. Verboten! Autofahren ist verboten! Das weiß ich doch. Aber wenn wir nur nachts fahren, ohne Licht. Sinnlos. Die meisten Straßen wurden durch die Kriege zerstört. Oder durch die Ökos zurückgebaut. Ja, und wenn wir einen Zug nehmen, es fahren doch wieder welche. Nur sehr vereinzelt. Außerdem werden die Tickets nur auf Dringlichkeit vergeben. Wir müssen unsere Namen angeben. Zu riskant. Es ist beschlossen. Zu Fuß. Der Marsch wird uns stellen und auf unser großes Ziel vorbereiten. Wir werden in dieser Zeit auch keinerlei Kontakt zu unseren gleichgesinnten Volksbrüdern haben. Diese stehen bestimmt unter Beobachtung. Wir sind auf uns allein gestellt. Cool. Morgen ist viel vorzubereiten. Deswegen befehle ich jetzt Nachtruhe. Außerdem ist es 22 Uhr und die Volksfeinde verlangen Verdunkelung. Wegen Hasse. Wer bestimmt von einer fetten Killwurst träumen und Autobahn und einem SUV und Urlaub auf Malle. Sieg oder Walhallen! Cool, Sieg oder Walhallen! Das ist unsere Bestimmung. Und jetzt Schlafenszeit. Erstaunlich, wie viele Schäden wieder zu sehen sind, seit der Beschluss gegen Lichtverschmutzung. Scheiß Öko-Hippies. Delegierte Moderation, Angeklagte, Anklage, Teilnehmer hier im Saal und an den Empfängern zu Hause. Bevor ich mit dem Verlesen der Anklageschrift beginne, möchte ich mich im Namen der Kinder der Welt bei den Angeklagten dafür bedanken, dass sie sich freiwillig für diesen Prozess gemeldet haben. Ach, keine Ursache. Wir hatten gerade nichts Besseres zu tun. Und sie werden auch nie wieder etwas zu tun haben. Bitte! Kinder der Welt, fahren Sie fort. Gut. Es mag Zufall sein, aber es ist doch bemerkenswert, dass der Zeitraum, den wir hier behandeln werden, 12 Jahre umfasst. Ebenso lange bestand auch das sogenannte tausendjährige Reich. Unsere Ermittlungen beginnen im Jahr 2018. In diesem Jahr verabschiedete der Weltklimarat einen Bericht, worin das Handlungsfenster auf eben diese 12 Jahre prognostiziert wurde. An dessen Ende wir nun stehen. 12 Jahre, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Werte darüber hätten verheerende Folgen. Kipppunkte würden erreicht, es gäbe kein Halten mehr. Große zivilgesellschaftliche Gruppen bildeten sich damals. Fridays for Future, Extinction Rebellion. Mit all ihrem Herzblut und all ihrer Verzweiflung kämpften sie für ein Recht auf Zukunft. Doch ihr Kampf war vergebens. Statt weniger wurde sogar noch mehr Dreck in die Atmosphäre gepumpt. 2024 waren entscheidende Kipppunkte erreicht. Die weltweiten Wind- und Meeresströmungen änderten sich. Auch alle gemäßigten Länder wurden nun von verheerenden Dürren heimgesucht, verbunden mit katastrophalen Überschwemmungen und Tornados. Tja, auch alle gemäßigten Länder, um letzte Naturreserven zu plündern. Da besetzen mächtige Länder weniger mächtige. Ohnmächtige noch ohnmächtigere. Um sich als Menschen zu retten, töteten sie alle Menschen, die sie nur töten konnten. Sie verbrauchten alle Rohstoffe, um Rohstoffe zu gewinnen. 2030 endeten die Tage des Chaos und die Tage der alten Gesellschaft.
Der Kapitalismus endete. Ihm fehlte der Treibstoff. Die Politik endete. Sie wurde nicht mehr gebraucht. Militär und Polizei verschwanden. Ohne Rohstoffe, tja, keine Waffen. Und ohne Waffen ist der Kaiserland. Auch der Reichtum endete. Geld hatte keinen Wert ohne Werte. Die Überlebenden ordnen sich neu. Sie sprechen miteinander, regeln die Dinge im Kleinen, regeln die Dinge im Großen. Wie einfach wird doch alles, wenn es um Bedürfnisse geht, nicht um Gewinne. Gute Kleider entstehen, gutes Essen, gute Technik. Der Neuanfang lässt hoffen. Trotzdem liegt unsere Zukunft im Dunkeln. Alle fossilen Brennstoffe wurden verfeuert. Alle CO2-Senken wurden vernichtet. Jetzt, 2030, liegen wir schon bei Klimawerten, wie einst für 2100 vorhergesagt. Meeresanstieg über einen Meter. Temperaturanstieg 2 bis 2,5 Grad. Und das ist erst der Anfang. Wir wissen, einmal in Gang gesetzt, lässt sich die Natur nicht mehr stoppen. Alles Eis wird schmelzen. Alle Permafrostböden werden tauen. Jahrhunderte und Jahrtausende wird die Menschheit ertragen müssen, was die Gier weniger in wenigen Jahren Lust hat. Still, aufwachen, wir müssen los. Hä? Ökoterroristen? Nein, das Wasser kommt. Es ist doch schon da, halt Hamburg steht unter Wasser. Eine Schlupfflutwarnung. In wenigen Minuten wird ja alles überschwemmt sein. Hä? Klammer nicht rum! Es ist wirklich gefährlich. Aber es geht doch kaum mehr Wind. Warte da, auf dem Meer ist sicher schon die Hölle los. Das macht schon. Dann wird es Herrings runter. Schnell! Es gibt doch keine mehr. Schnell! Wir müssen auf eine der höchsten Rettungsinseln. Bei Uli! Dort! Das Wasser kommt schon! Alles schwimmt! So schnell? So schnell! Jetzt müssen wir es aber weggeschmissen. Brauchen wir nicht aus. Nehmen Sie meine Hand. Nein, danke. Ich bin ein Führer. Aber hier in meiner Tasche. Der Welt. Die professionellen Leugner des Klimawandels. Insbesondere alle Leugnenden journalistisch Tätigen der Welt. Die 10% Reichsten der Welt. Die Wirtschaft. Insbesondere alle Firmen- und Bankenvorstände der Welt. Die Unterdrückungsapparate. Insbesondere Militär, Polizei, Geheimdienst und Justiz. Im Namen der Kinder der Welt erheben wir als ersten Punkt Anklage gegen Verbrechen gegen die Natur. Alle Angeklagten machten sich schuldig als Führende, Organisierende, Anstiftende und Ausführende. In ihrer Gier nahmen sie das Ende allen tierischen und pflanzlichen Lebens, wie wir es kennen, in Kauf. Ihr Verbrechen ist der Ökozid. Im Namen der Nicht-Industrieländer erheben wir als zweiten Punkt Anklage wegen Verbrechen gegen die menschliche Zivilisation. Der von den Angeklagten verursachte Klimawandel entzog Millionen Menschen unserer Länder die Lebensgrundlage. Unzählige starben. Die Schuld der hier Angeklagten ist so unendlich wie unser Schmerz. Im Namen der Vertriebenen der Erde erheben wir als dritten Punkt Anklage wegen Verbrechen gegen die Humanität. Menschen, die in ihrer Verzweiflung der Not und dem Sterben entfliehen wollten,
wurden von den hier Angeklagten mit allen Mitteln zurückgeworfen. Auch wer den Fliehenden helfen wollte, wurde unerbittlich verfolgt. Die Angeklagten sind Verbrecher. Sie sind schuldig, wie es ein Mensch nur sein kann. Herr Wanger, darf ich Sie mal was fragen? Natürlich, Uwe, natürlich. Ich meine, glaub ja schon, dass das mit dem Klimawandel alles gelogen ist. Aber irgendwie schon ein wenig komisch, dass sich das Wetter immer so schnell ändert und dann gleich so heftig. In meiner Kindheit, als die Thunberg groß rauskam, da haben die im Fernsehen immer gesagt, wenn es mal viel geregnet hat, das sei der Klimawandel. Aber eigentlich hat es damals gar nicht so viel geregnet. Und wenn es mal lange nicht geregnet hat, dann haben die auch gesagt, das sei der Klimawandel. Aber damals war eigentlich alles noch schön grün. Heute gibt es ja nur noch ganz wenig Grün. Und was ist jetzt deine Frage? Könnte es nicht doch sein, dass an dem Gerede von dem menschengemachten Klimawandel irgendwas dran ist? Aber irgendwie stimmt es ja, was Sie sagen, dass alles immer schlimmer wird. Ach, Uwe, das Klima hat sich doch schon immer geändert. Es gab sogar Zeiten in der Erdgeschichte, da war es sogar noch wärmer als heute. Zum Beispiel in der Eem-Warmzeit vor über 100.000 Jahren. Das waren die Zeiten der Neandertaler. Die hatten doch gar keine Kohlekraftwerke. Das Klima ändert sich, ja, aber der Mensch ist nicht die Ursache. Das ist der Unterschied. Aha. Ja, und was ist dann die Ursache? Na, was wird denn wohl die Ursache sein? Ich weiß nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Manchmal ist es furchtbar heiß, wenn zu viel davon da ist. Und manchmal ist es furchtbar kalt, wenn zu wenig da ist. Ah, die Treibhausgase! Nein, die Sonne, du Trottel, die Sonne. Aha. Und warum? Du Sancta Simplicitas, was ist denn die Sonne? Ach, ein Stern! Ein Hochofen, ein Millionengrad heißer Hochofen. Und der brennt mal schlechter und mal besser. Was folgt daraus? Wenn er besser brennt, dann wird's wärmer. Stimmt genau, Schlauchmann. Das ist ganz einfache Physik. Aber warum ist es denn dann auch nachts wärmer? Hä? Na, ich meine, da scheint doch gar keine Sonne. In der Sahara, habe ich gehört, ist es früher deswegen saukalt gewesen. Heute ja wohl nicht mehr so. Weil... So, das ist ja wohl alles ein Haufen Scheiße. Umso wärmer, desto besser. Umso mehr CO2, desto mehr wächst. Aber... die Klimaspinner, die wollen lieber eine neue Eiszeit, damit es nur noch süße kleine Robbenbabys und Eisbären gibt. Uah! Stimmt genau, Frau von Wildhausen, stimmt genau. Wärme war schon immer gut fürs Leben. Ah, ich hab mal gehört. Hast du auch mal was gelesen? Hab ich. Jedenfalls habe ich gehört, dass die Klimaschützer oft selbst den Wald angezündet haben, um es dann dem Unternehmen in die Schuhe zu schieben. Stimmt das? Da hast du ausnahmsweise mal was Richtiges gehört. Stimmt also. Stimmt. Worauf du einen lassen kannst. Ach, weil Pfirsiche gut fürs Klima sind. Ich mach mich nass. Ich glaub, unser Kleiner hier hat gerade einen Witz gemacht. Ich rufe nunmehr die Angeklagten einzeln auf, um sich zu erklären, ob sie sich im Sinne der Anklage als schuldig oder nicht schuldig bekennen. Repräsentanz für die Politik. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage als nicht schuldig. Repräsentanz für die professionellen Leugner des Klimawandels. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Repräsentanz für die reichsten 10% der Welt. In keinster Weise schuldig, Herr Vorsitzender. Nicht Vorsitzender, Moderator. Repräsentanz für die Wirtschaft. Ich bekenne mich nicht schuldig. Repräsentanz für die Unterdrückungsapparate. Nein! Dies wird als nicht schuldig protokolliert. Damit verschwinden wir in die Mittagspause. Wir machen weiter um 17 Uhr. Herr Moderator? Ja. So ein Klimawandel hat doch auch was Gutes. Früher kannten wir sowas wie Siestes in unserem Breitengraden nicht. Da hieß es durchackern. Ein Politiker, der was geackert hätte. Ist ja mal ganz was Neues. Ich habe auch Landwirte in der Politik. Lassen Sie mich raten, die pflegten die politische Landschaft. Und umso besser gepflegt wurde, umso besser sprießen die Subventionen, nicht wahr, Frau Kollegin? Ich wäre froh über ein paar Subventionen gewesen. Sie waren Bäuerin? Ja, ich war vor den Jahren des Chaos. Nahm Kredite auf für neue Saatgut, für neue Pestizide, aber jedes Jahr wuchs weniger. Konnte meine Schulden nicht mehr bezahlen und... Und die Banker und die Neubauern. Du hättest kämpfen müssen. Wenn es sein muss, auch mit Waffen. Ich bin Bäuerin, keine Kriegerin. Ich will Leben wachsen sehen, nicht zerstören. Sie waren auch in der Landwirtschaft tätig? Ich war Lehrer. Ich hab Hunger. Dies ist der erste Satz der Anklage, den ich nicht voll und ganz anschließen. Guten Appetit, wir werden ihn brauchen. Nur noch wenige Meter. Hinter der nächsten Düne muss es sein. Noch eine Drecksdüne. Ich bringe jemanden um. Nur eine Düne. Warte nicht. Nur eine Düne. Ich sehe was. Oh. Oh, Scheiße, Mann. Endlich schatten. Oh. In diesem Unterstand werden wir bis zum späten Nachmittag bleiben. Bis die Hitze nachlässt. Und dann? Noch eine Etappe. Dann haben wir dieses Gebiet durchquert. Wir kommen dann in eine Gegend mit Landwirtschaft. Dort können wir uns endlich mit frischen Lebensmitteln einretten. Oh, stehen wir da? Nein. Wir werden uns als eine Gruppe von Leuten ausgeben, die Beweise für Nürnberg sammeln. Oh. Natürlich gegen die Klimaverbrecher. Genial. Das wird lustig. Hey, Toikomu! Ich bin ja sowas von gegen die Klimaverbrecher. Hätte ich ein Auto, ich hab die alle tot umfahren, hä? Wenn ihr Scheiße baut, werdet ihr alle an den Mann gestellt. Nicht cool. Und jetzt essen lassen. Was ist denn das eigentlich für eine Gegend da? Lüneburger Heide. Heide? Ganz schön wüstenmäßig, diese Heide. Ja, traurig. Weil mir jetzt halt nicht geeignet, was alles gewesen wäre. Geh, erzähl einmal. SRM. SRM? Ist das so eine Bombenstelle? Solar Radiation Management. Die Sonne macht die Wärme. Nicht wahr, Uwe? Ah! Bei Odin! Bei Odin! Richtige Sonne, richtige Wärme. Schon klar. Und wie funktioniert die neue Bombenstelle? Das ist nicht nur eine Technik, sondern viele. Riesige Spiegel oder sonstige im Weltall, Flugzeuge, die systematisch Kondensstreit erzeugen oder Schwefeldioxid in die Stratosphäre pumpen. Das allein könnte über 10 Grad Abkühlung bringen. Wow, das funktioniert ja wirklich. Leider wurde das nie großflächig getestet. Weil die Öko-Hippies, diese schwanzlosen Luschen, alle mit ihrer beschissenen Panik, blöd gemacht haben. Als die Kriege anfingen, war es natürlich nicht mehr möglich, die Anlage zu installieren. Aber deutsche Chemiker, deutsche Ingenieure und unsere deutsche Wirtschaft hätten das hinbekommen. Und sie werden es hinbekommen. Aber macht das Schwefeldings nicht den Regen sauer? Unsere Intelligenzbestie mal wieder. Ich meine, der saure Regen hat doch den Wald kaputt gemacht. Welchen Wald? Ich weiß, schlechter Witz. Es gibt für alles technische Lösungen.
Im Wald kann Kalk ausgestreut werden. Das neutralisiert die Säure. Auch das Meer wird sauer. Hier ist es vor allem das CO2. Wenn das Meer mit Eisen gedüngt wird, bringt das die Vermehrung der Algen an. Die nehmen das CO2 auf und wenn sie absterben, sinken sie auf den Meeresgrund und nehmen das CO2 mit. Problem gelöst. Ha! Und die Luft? Die Luft wird nicht sauer, du Dummkopf. Nein, aber wenn die Algen wachsen, dann fehlt dem Wasser doch die Luft. Und die Fische sterben. So war es doch bei den Heringen in Hamburg, oder? Uwe, deutsche Wissenschaftler hätten das hinbekommen. Verstanden? Ich glaube, unser Kleiner hier steht immer noch auf die Gerita. Die hat dir doch gefallen, oder? Und der Frau, okay. Aber keine deutsche Frau. Ich mag nur deutsche Frauen. Das trifft sich gut. Ich bin eine Deutsche. Reine Rasse ich. Ich meine... wird rot wie ein Papierarsch. Was geben Sie uns denn dafür? Informationen. Gut, aber Sie wissen, ohne Anzahlung läuft gar nichts. Natürlich. Nach meinen Beobachtungen bieten Nicht-Industrieländer und die Vertriebenen der Erde die meiste Angriffsfläche. Nicht-Industrieländer könnten mit etwas Machtversprechen korrumpiert werden und den Vertriebenen der Erde mit Vorgaukeln von etwas Luxus. Und die Kinder der Welt? Oh, schwierig. Hier sollten wir hauptsächlich mit Argumentum ad hominem arbeiten. Müssen Sie immer Ihre blöde Bildung raushängen lassen? Verzeihung. Die freie Übersetzung lautet, die Person anschwärzen, anstatt auf Argumente einzugehen. Beispiel? Wenn die Kinder der Welt uns die ganze Plastikscheiße vorwirft, dann kontern wir, dass sie eine miese kleine Querulantin sei, die sich nur aufspielt. Das erscheint mir schon sehr primitiv. Ja, das ist es. Funktionierte aber in der Vergangenheit erstaunlich. Ebenso die Methode selber. Ich demonstriere. Was? Du wirfst uns die ganze Plastikscheiße vor? Als Kind stoppst du dir doch selber tonnenweise plastikverpackten Süßkram rein, du verzogene kleine Göre. Und so weiter. Und wenn sie sagt, sie mag gar keine Süßigkeiten? Na, umso besser. Dann behaupten wir eben, sie lüge. Alle Kinder essen Süßigkeiten. Kinder der Welt muss sich verteidigen und wir sind Abdrücker. Gut, also Macht, Luxus und gegen die Person bzw. die selber Technik. Wie lautet nochmal der ganze Rest? Kommandant, rekapituliert. Zu Befehl, die Strategie lautet Fear, Uncertainty and Doubt. Erstens, es gab große Ängste in der Bevölkerung vor wirtschaftlichen Veränderungen. Als Demokraten hatten wir das zu respektieren. Zweitens, die Ursachen des Klimawandels waren nicht zweifelsfrei geklärt. Keine Experimente mit dem Planeten auf unsicherer Grundlage. Drittens, es gab die Ansicht, die Maßnahmen gegen den Klimawandel seien schlimmer als der Klimawandel selbst. Deswegen haben wir nichts gemacht, aus tiefstem Verantwortungsgefühl heraus. Ha! Und wozu das Ganze? Der Prozess wird in die ganze Welt hinaus übertragen. Wir wollen das Faktum nutzen, um die aktuelle Gesellschaft zu delegitimieren. Die alten Eliten sollen rehabilitiert werden und der Kapitalismus restauriert. Sehr brav. Darauf stoßen wir an. Mit Wasser. Mit reinstem Quellwasser, meine Liebe. Auf die Usurpation. Acht Vertrauen. Auf die Machtergreifung. Ich habe heute Abend eine Verabredung mit dem Richter. Mit dem Richter? Das ist ja... Mir fehlen die Worte. Er scheint mir für weibliche Reize durchaus empfänglich. Das ist genial. Dazu ein passendes Bonbon. Die Großwetterlage scheint sich aufzuklären. Nicht passend. Ja, dann lasst uns mal reinhauen. Für den Kampf brauchen wir Mann. Guten Appetit.
vegane Öko-Essen, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ach, Schnauze. Oh, Scheiße. Endlich haben wir wieder ein paar Blumen. Habt ihr gesehen? Wir haben Enten. Lecker. Ja, Laufenten. Wir sind hier anscheinend in einer sogenannten Permakultur gelandet. Hier im Vorland des Harz scheint es dafür ja ausreichend Wasser zu geben. Permakultur? Was? Permakultur, dauerhafte Landwirtschaft. Damit sind so rein natürliche Wachstumskreisläufe gemeint. Die Enten fressen Schnecken und düngen nebenbei den Boden. Dadurch sollen die Pflanzen besser wachsen. Das ist so eine Hippie-Scheiße. Ja, warum ist alles so durcheinander pflanzt? Wegen der Nachhaltigkeit. Monokulturen laugen die Böden aus, Vielfalt regeneriert. Und weil sie blöd sind, machen sich lieber selber den Buckel krumm, anstatt eine Maschine anzurühren. Stimmt genau, Frau Königshausen, stimmt genau. Industrielle Methoden sind nur bei einer einheitlichen Pflanzen sinnvoll einsetzbar. Achtung! Da kommt jemand. Hallo! Braucht ihr was? Wir sind auf der Durchreise und benötigen dringend frische Lebensmittel. Okay. Wir werden in unserem Garten gemeinsam beschließen, was ihr bekommen könnt. Es ist auch für eine wichtige Sache. Wir sind ein Team von Archäologen auf dem Weg ins ehemalige Jena. Wir wollen dort Beweise für den Nürnberger Prozess ausgraben. Gegen die Klimaverbrecher. Genau, gegen diese Mörder und Weltenverderber. Braucht es dann noch Beweise? Es geht eher um die Planung des Verbrechens. In Jena gibt es vermutlich Dokumente, die belegen, dass die Klimaverbrecher genau wussten, was ihr Handeln für katastrophale Folgen für den Planeten hatte. Trotzdem stritten sie nach außen alles ab. Echt? Halt's Maul! Wie gesagt, wir werden das beraten. Aber wahrscheinlich müsst ihr uns auch etwas geben. In Ordnung? In Ordnung. Ich bitte die Kinder der Welt nun, das Beweismaterial zu Anklagepunkt 1, Verbrechen gegen die Natur, vorzulegen. Zuvor kurz eine Erläuterung zum Vorgehen. Wir Anklagen werden uns nahezu ausschließlich mit dem Jahr von 2018 bis zum Jahr der ersten Kipppunkte 2024 befassen. Klimakatastrophen und Kriege hätten verhindert werden können, wenn die Verantwortlichen nach den Vorgaben des Weltklimarates gehandelt hätten. Einspruch! Die Ursachen des Klimawandels waren zu der Zeit keineswegs zweifelsfrei geklärt. Viele Klimamodelle kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es wäre unverantwortlich gewesen, auf der vagen Mutmaßung eine komplette Weltgesellschaft umzukrempeln. Armut, Hungerkrieg. In der wissenschaftlichen Community gab es keine Zweifel. Die Vorhersagen waren unterschiedlich, weil sie... Fakt ist, sie waren unterschiedlich. Einige Klimamodelle sagten 1 Liter Meeresanstieg, andere nur 30 Zentimeter. Wegen 30 Zentimeter wirkt doch kein Staat eine funktionierende Weltwirtschaft ab. 30 Zentimeter wären es nur gewesen, wenn die Folge auswirkt... Höchst unterschiedlich... Stopp! Wenn die Angeklagten irgendeine Anmerkung zu den Ausführungen der Anklage hat, hebt er oder sie die Hand. Entweder die Anklage erteilt ihnen das Wort oder ich werde das tun. Es geht das Prinzip ausreden lassen. Weitere Störmanöver werde ich nicht dulden. Haben Sie das verstanden? Bitte fahren Sie fort. Gut. Ich trage nun das Beweismaterial zum Anklagepunkt Verbrechen gegen die Natur vor. Erstens. Vernichtung der Tier- und Pflanzenwelt. Zu Zeiten der kapitalistischen Wirtschaftsform, welche die Anklagenden in exemplarischer Weise repräsentieren, ja. Wir bevorzugen den Begriff Marktwirtschaft. Ein Markt verfolgt den Zweck, alle mit den nötigen Gütern zu versorgen.
dies war bei der kapitalistischen Wirtschaftsform nicht der Fall. Millionen Menschen hungerten, obwohl es mehr als genug Lebensmittel auf der Erde gab. Dagegen funktionierte die Kapitalanhäufung perfekt. Kapitalismus ist daher der richtige Begriff. Ich fahre fort. Während des Kapitalismus als vorherrschende Wirtschaftsform kam es zu einem dramatischen Rückgang der Artenvielfalt. Statistisch starben 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Pro Tag. Der intensive Einsatz von Kunstdüngern schädigte die Mikroorganismen im Boden. Eine Pflanze braucht jedoch Mikroorganismen für ihr Wachstum. Als Ausgleich wurde nur noch mehr Kunstdünger ausgebracht. Ein Teufelskreis. Ja. Ein Teufelskreis, der die Menschheit ernährte. Alle paar Sekunden starb ein Kind an Hunger. Und gerade da, wo die kapitalistische Wirtschaftsform alle kleinstbäuerlichen Betriebe platt machte, war die Not am größten. Wie können Sie es erwagen, von Menschheitsernährung zu sprechen? Durch Monokultur, Klimawandel und den massiven Einsatz von Pestiziden ging die gesamte Biomasse der Insekten im Schnitt um 80% zurück. Da einige Insekten Resistenzen entwickelten, mussten immer mehr Pestizide ausgebracht werden, das zu einem neuen Massensterben führte, aber auch zu neuen Resistenzen. Wieder ein Teufelskreis. Einwände. Ja, aber da Sie offensichtlich wenig von Wirtschaft und Wirtschaften verstehen, würde das jetzt zu weit führen. Nur so viel. Jede Landwirtschaft ist ein Eingriff in die Natur. Es geht nicht anders. Ihnen werden nicht Eingriffe vorgeworfen, sondern Vernichtung. Ihre Wirtschaft wirtschaftete das Land zu Tode. Zwecklos. Da Insekten unverzichtbarer Bestandteil der Natur sind, bei der Bestäubung, in der Nahrungskette, starb mit den Insekten auch ein großer Teil der Pflanzen- und Tierwelt aus. Hunderte Millionen Vögel verhungerten. Nun zu den großen, den wildlebenden Arten. Riesige Flächen Urwald wurden gerodet. Für Weideflächen, für Monokulturanbau, für Holzgewinnung. Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume nahm die Zahl der wildlebenden Tiere dramatisch ab. In wenigen Jahrzehnten um über 60%. Das Leben in Flüssen und Seen ging sogar im Schnitt um 80% zurück. Wohlgemerkt, dies sind Zahlen aus dem Jahr 2018. Aktuelle Statistiken haben wir nicht. Aber heute gibt es wohl so gut wie keine einzige wildlebende Großtierart mehr. So ein Scheiß! Die Bienen hätten es echt nicht killen sollen. Deswegen brauchen diese Faschos keine Maschine, weil sie so Blödköpfe wie uns für sich schuppen lassen. Maschinen würden dir leider auch nicht helfen. Was weiß ich? Beschissene kleine Nanoroboter. Energie haben sie ja. Sogar so ein schrottiges kleines Windkraftwerk. So schrottig ist das nicht. Ich hab's mir mal angesehen. Der Wirkungsgrad ist enorm. Fick dich. Nur noch ein Tag, Kameraden. Morgen schon ist unser Dienst an der Bestäubungsfront abgeleistet und wir können weiterziehen. Ohne Fleisch? Das müsst ihr verstehen. Sie brauchen die Enten ja für die Zucht. Gibt ja kaum noch Nutztiere mehr. Nur eine einzige bei Odin! Wenn wir an der Macht sind, wird die deutsche Fleischkultur glorreich auferstehen. Denn der Deutsche ist ein Wolf, kein Schaf. Deswegen hat jeder deutsche Patriot das Recht auf ein tägliches Schnitzel. Jeden Tag Fleisch, das wäre
Und dann Windkraft. Den Gedankengang werde ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Wir haben früher nicht. Die scheiß Windräder. Der beschissenen Ökos. Nicht das ganze Gefieder zerschreddert? Nicht ganz. Die meisten sterben wegen Lebensraumverlust, Straßenverkehr und... Mama! Ja? Behalt deine beschissenen Weisheiten für dich! Sehr wohl, Frau Fündlichhausen, sehr wohl. Nun zu den nicht frei lebenden Tieren, den sogenannten Nutztieren. Ihr Lebensraum waren riesige Fabrikhallen, wo sie nicht selten lebenslang angekettet waren. Oder in winzige Käfige gezwängt wurden. Oder zu Tausenden in Hallen mit künstlichem Licht ihrem erlösenden Ende zuwuchsen. Über all das Grauen wurde bedenkenlos Antibiotika gekippt, damit die Folterkammern keinen Fall blieben, auch wenn sie noch so schrecklich waren. Ich zeige nun verschiedene Dokumentaraufnahmen aus der Zeit. Sie wurden meistens von Tierschutzorganisationen aufgenommen. Und ich möchte hier eindrücklich erwähnen, Menschen, die sensibel auf diese Bilder reagieren, sollten kurz den Saal verlassen oder sich die Augen zuhalten. Bitte, Licht aus. Thank you.
Sag mal, Großer, hast du eigentlich schon mal Bienchen und Blümchen gespielt? Ich möchte jetzt nicht reden! Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Ich hab schon mal Bienchen gespielt. Und warst du da eher das Bienchen oder das Blümchen? Geht sie nichts an? Und ab! Ich muss doch wissen, wo da nicht dran bin, bevor ich meine Gunst verschenke. Sag mal, was guckst du dich eigentlich ständig so um? Versteh schon. Möchtest du nicht so bestäuben? Nein! Wow, es wird gar nicht zusammengehört. Endlich! Uwe, machst du das? Nein! Es war der Wind! Ich hab nur ein paar Schrauben gelockert! Du verdammter Idiot! Du gefährdest unsere Mission! Ah! Nichts! Nichts können die beweisen! Nur ein paar Schrauben gelockert! Und warum? Warum? Kein Fleisch! Weiter! Krass! Dem ist Fleisch voll wichtig! Schließlich die Vernichtung des Lebens im Meer. Die Meere sind eine der wichtigsten CO2-Speicher der Welt. Doch CO2 versauert die Meere. Seit Beginn der Industrialisierung bis zum Alarmruf des Weltklimarates stieg der Säuregehalt um 60% an. Viele Kleinstlebewesen konnten in der sauren Suppe nicht mehr überleben. Das Kalkskelett der Korallen löste sich auf. Auch hier gilt wieder wie auf dem Land. Sterben die Kleinen, sterben auch die Großen. Ohne Plankton keine Wale. Doch das Meer wurde durch den menschengemachten Klimawandel nicht nur sauber, sondern auch wärmer. Warmes Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen. Immer mehr Todeszonen entstanden. Auch aufgrund des ins Meer gespülten Düngemittels aus der industriellen Landwirtschaft. Diese führten zu explosionsartigen Bakterien- und Algenwachstum. Zu allem Überfluss durchkämmten auch noch riesige, schwimmende Fischfabriken alle Tiefen und Untiefen. Modernste Technik fand auch noch die kleinste lohnende Beute. Die weltweite Fischpopulation sank um mehr als 50%. Und als ob das nicht schon reichen würde, diente das Meer, der Ursprung allen Lebens, als gigantische, schier bodenlose Müllkippe. Alles wurde hineingeschmissen. Radioaktive Abfälle, Altöl, Milliarden von Tonnen Industriemüll und natürlich Plastik. Soweit meine Ausführungen zum Anklagepunkt Verbrechen gegen die Natur. Haben die Angeklagten irgendwelche Anmerkungen dazu? Nein? Dann können wir mit der Befragung der Beschuldigten beginnen. Gruselig. Wie aus dem Horrorfilm. Nur viel gruseliger. Was ist denn das für eine Gegend da? Harz, deutsches Mittelgebirge. Hart, klingt gut. Der Hart, Wasser kein Zombie-Wald. Fünf Abend große Reisige über Nacht in einem Totenwald. Doch plötzlich erwachen die Bäume zum Leben. Uah! Am 18. Im letzten Jahrhundert waren das hier wunderbare, zahlreiche Wüstenwälder. Aber jetzt erwacht gar nichts mehr. Warum? Warum? Wegen der menschlichen Dummheit. Den Borken gern vernichtet ihr hier fast alle Bäume hier. Aber anstatt neue, robuste Baumsorten anzupflanzen, verlangen die selbst daran, Klimaschützer den Wald sich selbst zu überlassen. Er sollte wieder Urwald werden. Aber wegen der Trockenheit wachsen die heimischen Baumsorten nur viel zu langsam nach. Und deswegen gibt es hier fast nichts außer Gestürm und tausende Fichten gleich. Geil!
Stimmt, Honey? Dich selbst? Ach, nein! Es riecht nach Brandgeruch! Hinter uns! Raussteigen! Feuer! Schnell! Wir müssen den Gegner rausholen! Ich kann nicht mehr! Vermutliche Brandursache, Kurzschuss nach Windradabbruch. Ich rufe die Wirtschaft in den Zeugenstand. Dem drohte die, und ich zitiere, Strafe des Untergangs. Das Zitat ist von Karl Marx. Strafe des Untergangs. Welche Ironie. Um der eigenen Vernichtung zu entgehen, vernichteten sie die Springquellen allen Reichtums. Auch ein Marx-Zitat, nämlich Mensch und Natur. Fressen oder gefressen werden, oder um ein letztes Mal den neuen Revoluzzer zu zitieren, je ein Kapitalist schlägt viele tot. In diesem System war keine andere Vernunft vorgesehen. Vernunft? Aber das war vollkommener Irrsinn. Die Wirtschaft existierte in den Rahmenbedingungen, die ihr vorgegeben wurden. Das wollte ich Ihnen vorhin erklären. Wenn ein Unternehmen sich an Umweltstandards halten musste, dann tat es das. Wenn nicht, dann durfte es das auch nicht tun. Andernfalls wäre es von der Konkurrenz unterboten worden und pleite gegangen. Die Wirtschaft war nicht Täter, sondern Opfer. Opfer? Von wem? Opfer der Gesellschaft. Die Gesellschaft wählte die Politik machte die Gesetze. Nach diesen Gesetzen mussten wir uns richten. Gesetze, die durch Ihr Lobbying maßgeblich beeinflusst wurden. Auch Umweltschutzorganisationen betrieben Lobbying. Ein Mensch für die Umwelt kann auf 100 Wirtschaftslobbyisten. Auch das war nicht das Problem der Wirtschaft. Wenn ein Staat nicht zuließ, dann war es eben so. Wir nutzten Vorteile aus und bekämpften Nachteile. Ein perverses, verabscheuungswürdiges Prinzip. Mag sein. Ein verbrecherisches Prinzip. Mag sein. Und trotzdem bleiben Sie dabei. Die Wirtschaft ist Opfer und trägt keine Verantwortung. Ja. Sie repräsentieren die globale Wirtschaft. Sie repräsentieren die mächtigsten Firmen- und Bankenvorstände der Welt. Die Politik kuscht vor Ihnen. Und Sie wollen behaupten, Sie seien Opfer. Sie tragen keine Verantwortung. Ja. Die Wirtschaft trägt keinerlei Verantwortung. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Haben die Angeklagten, die als Verteidigende ihrer selbst auftreten, Fragen an die Wirtschaft? Ja, ich. Mein lieber Herr Kollege, hätte die Wirtschaft die Klimafrage lösen können? Nein. Und warum nicht? Die Wirtschaft arbeitete ausschließlich gewinnorientiert. Andere Probleme interessierten sie überhaupt nicht. Sie war keine moralische Einrichtung. Aber der Klimawandel vernichtete doch die Springquellen allen Reichtums, wie wir von der Anklägerin hörten. Das mag ja stimmen. Aber auch das war nicht das Problem der Wirtschaft. Wurde etwas knapp, umso besser. Dann konnte ein höherer Preis verlangt werden. Die Aktienpreise stiegen. Es gab also in der Wirtschaft keinen Mechanismus, der die Klimafrage hätte lösen können. Nein. Danke. Keine weiteren Fragen. Damit ist die Sitzung für heute geschlossen. Hey, Arschloch! Der Musik-Internet hat ein Loch!
Erlebnisse ist das? Hier in Thüringer Wänden gibt es sehr viele tropische Tiere. Sie verbreiten das Dengue-Fieber. Ist tödlich? Selten. Schade. Aber unter Ihnen. Fieber, Hautausschläge. Hey, Arschloch. Juckt es schon? Nein! Lass mich in Ruhe! Dann spielen wir das Theaterstück im Schrebergarten eines Freundes. Weil ihr euch für die Erinnerung dieser Person eingesetzt habt? Genau. Wir benannten das Theater um und druckten den neuen Namen auf all unsere Plakate. Und deshalb schmissen uns die Betreiber raus. Muss eine anstrengende Zeit gewesen sein. Ja, das war sie. Aber auch eine sehr intensive. Der Regisseur wurde danach leider zu einem Säufer. Vielleicht sollte ich auch einmal Theater spielen. Bislang war mein Leben nicht besonders erfüllend. Hast du dich deshalb freiwillig für den Prozess gemeldet? War dir langweilig? Vielleicht. Reich bist du ja nicht mehr. Hast du dich schon für die Gemeinschaftsarbeit eingetragen? Nein. Du lebst also aus den Depots. Du weißt davon? Ach, keine Sorge. Im Rat der Überlebenden wurde beschlossen, dass die Depots, die ehemaligen Eliten angelegt hat, fast nicht enteignet werden. Weil ihr die Macht dazu nicht habt. Weil wir die Macht dazu nicht wollen. Einige wurden schon freiwillig aufgelöst. Die neue Zeit steckt an. Oh, ein Nachtschwärmer. Seit einer Ewigkeit habe ich keinen mehr gesehen. Ja, es gibt wieder welche, seit die nächtliche Lichtverschmutzung zurückgeht. Ein Wahnsinn, was für Unmengen an Insekten früher Nacht für Nacht verdeckt sind. Apropos, es geht gegen 10. Bald gehen im Straßencafé die Lichter aus. Ich wette, seit der Welthandel zu den Lieben kam, hattest du keinen echten Bohnenkaffee mehr. Oder bei mir einen Joint. Ich wette, du hast nie so gutes Gras gehabt, wie wir es im Gemeinschaftsgarten ziehen, seit die Menschen wieder regional produzieren und ich ein paar Containerschiffe wegen ein paar Kaffeebohnen durch die Welt zuckern lassen. Willst du mich missionieren? Ein bisschen. Dann komm. What is a Atombombe? Wahrscheinlich nur eine Benzinbombe. Knapp unter Atombombe. Krass. Da ist noch mein Institut gewesen. Ja, Wiesenstraße 110. Hier muss es sein. Hey, Arschloch. Marolin! Geht es dir nicht gut? Nur etwas ausruhen. Ich helfe gleich wieder mit. Lassen Sie ihn in Ruhe. Jawohl, mein Führer. Es scheint auch mal ein Supermarkt zu sein. Doch, der Edeka-Schild. Kennt ihr den? EDK. Ein deutscher Esel kauft alles. Martin, lach den Scheiß. EDK, das kann nicht sein. Ich muss ein Institut gestartet haben. Ich war zwar noch nie persönlich hier, aber wir müssen Überreste von Seminarräumen finden. Tafeln, Tische. Oder was aus der Forschung? Was hat Ihnen zu einem Institut gehört? Und ein Archiv. Vor allem das Archiv ist wichtig. Nur kistenweise Shampoo, Zahnbürsten, Ketten. Oh, wenn sie noch schmecken, so alte Öko-Kippen. Handwaschpasten. Sogar Seife aus dem Plastik. Ich hab's. Die haben uns sowas geforscht. Unsinn. Das muss es sein. Hier müssen wir graben. So eine Scheiße. Halt vor allem nach Aktenordnern Ausschau. Es muss ein jeden mit der Aufschrift Snowden. Das ist unser Jackpot. Edward Snowden. 10 Minuten Pause.
laut? Geradezu spritzig. Dann ist es also gut gelaufen? Kann man so sagen. Hat er Ihnen die Geschichte vom reichen, unerfüllten Darling geglaubt? Kann man so sagen. Und ist es auch zum Äußersten gekommen? Kann man so sagen. Oh, bitte Details. Schnauze! Och, bitte. Okay, also. Zuerst sind wir zusammen. Da kommt er. Nachdem wir uns zuletzt mit den Verbrechen gegen die Natur beschäftigt haben, beginnen wir heute mit dem zweiten Anklagepunkt. Verbrechen gegen die menschliche Zivilisation. Ich bitte die Anklagevertretung der Nicht-Industrieländer, die Beweise vorzulegen. Die von den Angeklagten verursachte Erderwärmung... Einspruch. Das ging aber schnell, ja. Alle Menschen der Welt emittierten CO2. Deswegen sind auch alle Menschen inklusive Ankläger schuld am Klimawandel. Ich danke für diesen Einspruch, denn er gibt mir die Gelegenheit zu einer Klarstellung. Treibhausgase sind nicht das Problem. Zu viel Treibhausgase sind das Problem. Und die führenden Industrieländer pusteten über Jahrhunderte CO2 in die Luft, als seien sie allein auf der Welt. Sie sind also schuld am Klimawandel, nicht wir. Sie und ihre imperialistische Art. Ja? Mit dem Ausdruck imperialistisch hat er sich gerade als Kommunist geoutet. Und wenn es so wäre, würde das auch nur ein Molekül an ihrer Schuld ändern? Verbot, Kommunisten, Umstürzer, Zerstörer! Sie und die Ökos haben unsere Gesellschaft zerstört. System change, not climate change. Das haben sie ganz offen gesagt. Und nicht nur gesagt. Sie blockierten Straßen, besetzten Wälder, Atomkraftwerke. Die Zersetzung des Systems haben die Angeklagten schließlich selbst erledigt. Stimmt's? Ja, aber nicht mit Absicht. Gut, da wir das geklärt haben, bitte ich die Anklage vorzufahren. Vielen Dank. Die durch die arrogante, imperialistische Art der Angeklagten verursachte Erderwärmung hatte und hat viele Auswirkungen, die oft nur schwer vorhersagbar sind. Eines aber ist sicher: Der Meeresspiegel wird weiter steigen. Schon jetzt, 2030, liegt um 1 bis 1,5 Meter höher als noch zu Beginn der Industrialisierung. Viele Länder und Inseln ragten 2018 nur knapp einen Meter aus dem Meer und sind bereits untergegangen. Bangladesch, Tuvalu, Kiribati, Jahrhunderte und Jahrtausende alte Kulturen versanken im Meer. Und auch viele der größten Metropolen der Welt liegen an der Küste und sind nun zu großen Teilen überflutet. Der Anstieg vernichtet aber nicht nur Wohnraum, sondern auch Ackerflächen. Sie versinken im Meer oder werden durch die Versalzung des Grundwassers unfruchtbar. Verheerende Hungersnöte sind die Folge. Das Schreckliche dabei: Das Meer wird die nächsten Jahrhunderte weiter steigen, obwohl kaum noch Treibhausgase von den Menschen emittiert werden. Und nicht nur um wenige Meter. Das Schmelzen des Grönlandeises wird das Meer um 7 Meter heben. Die Eisschmelze in der Antarktis um weitere 60 Meter. Die Erderwärmung hat noch weitere zerstörerische Effekte. Extremwetter. Wärmere Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf. Jahrhundertregen und Jahrhundertstürme gibt es nun mehrmals im Jahr. Und schließlich Dürren. Das Schlimme daran: Wenn es nach einer Periode der Trockenheit endlich wieder regnet, ist der steinharte Boden nicht in der Lage, das kostbare Nass zu halten. Die wertvolle Humusschicht wird weggeschwemmt, unfruchtbares Land bleibt zurück. Laut einer Studie der Vereinten Nationen starben schon damals
2018 jährlich 300.000 Menschen allein an den klimatischen Auswirkungen der Erderwärmung. Extreme Wetterbedingungen und Wasserknappheit führten immer öfter zu kriegerischen Konflikten. Und unbekümmert gossen die imperialistischen Industrieländer Öl ins Feuer und lieferten Waffen noch und nöcher. Sie waren also nicht nur Hauptverursacher, sondern auch Hauptnutznießer von klimabedingten Kriegen. Unzählige Menschen starben, ganze Völkerschaften wurden ausgerottet. Die Schuld der Angeklagten ist so grenzenlos wie ihre Skrupellosigkeit. Der Uwe schnauft schon. Er ist eine bewusste Natur. Er ist bald über den Berg. Leider. Frau von Lichthausen, es wäre mir lieber, wenn Sie nicht so abfällig über einen Volkskameraden sprechen würden. Gut, er hat einen Fehler gemacht. Aber es war auch eine Heldentat. Eine Heldentat, die uns beinahe den Arsch gekostet hätte. Hat sie aber nicht. Er hat getan, was wir auch tun werden, wenn wir an der Macht sind. Der Verspargelung der Landschaft durch undeutsche Windräder ein Ende setzen. Entschuldigung, haben wir vielleicht durch Stift und Papier? Ich wende gerade das Skript aus und muss mir einige Notizen machen. Küstenweise. Ein deutscher Edelmantel als Schreibmann Pachelau. Wir haben Glück. Bleistifte sind gerade im Angebot. Und Stifte auch? Warum nicht? Block oder Schreibmann? Block, DIN A4. Bitte gedacht, bitte mehrere. Das hier, bei uns ist der Kunde König. Danke. Hey, was ist mit Zahlen? Ja, ich verrät's irgendwie gar nicht, dass er den Ordner doch nur gefunden hat. Ich habe gefunden, Schätzchen. Ich stelle aber nur I.S. darauf. I.S.? Einkauf? Studium? Nein. Edward Snowden. Oder Erwin Schröder. Wer ist Erwin Schröder? Er ist Edward Snowden. Edward Snowden war ein mutiger Mann, der die Wahrheit enthüllte. Er hat aufgedeckt, dass der CIA die ganze Welt überwachte, jedes Telefonat abhörte, jede elektronische Nachricht mitlas. Dahinter steckten, das hat Snowden zwar nicht geschrieben, aber wir wissen das. Natürlich die Dunkelmänner des Weltjudentums, Soros, Rockefeller, Rothschild und so weiter. Odin, wann bin ich auch daran mit diesem Scheiß? Sag mal, warum bist du eigentlich gut dabei? Das wirst du schon noch früh genug sehen. Leute, wir sind ja nicht im Kindergarten. Entschuldigung. Snowden hat 2016 in einem Interview gesagt, dass der Klimawandel eine Erfindung der CIA war. Hier, ich habe in der Bibel dabei, lese euch raus vor. Der wurde übrigens auch auf der Homepage des Ike-Instituts veröffentlicht. Die globale Erwärmung wurde erfunden, um Menschen zu erschrecken und ihre Aufmerksamkeit von anderen, von Menschen verursachten Gefahren wie Atomwaffen abzulenken. Die CIA gab jedem Wissenschaftler, der die Theorie bestätigte, Millionen von Dollar. Viele skrupellose Wissenschaftler taten, was ihnen gesagt wurde, um an das Geld zu kommen. Jetzt gibt es so viele gefälschte Daten, die bestätigen, dass die globale Erwärmung existiert, dass sie tatsächlich alle davon überzeugt haben, dass sie real ist. Das ist ja der Hammer! Snowden sagte in dem Interview auch, dass er demnächst ein Buch darüber veröffentlichen möchte. Das ist aber nie erschienen. Wahrscheinlich hat das Weltjudentum es verhindert. Wanger wusste aber, dass hier im Ike-Institut das Originalskript aufbewahrt wurde. Das stand in dem Ordner. Hab kurz herangeguckt. Hauptsächlich Prospekte. Wahrscheinlich zur Tarnung. Snowden hat es hier bei Ike deponiert, nach seiner Flucht aus Russland, als dort die Amis einmarschiert sind. Wanger hat auch gesagt, er habe es mit der Hand geschrieben, damit der CIA es nicht löschen oder hacken kann. Das hat er gesagt. Ich bräuchte jetzt noch Spitze und Radiergummi. Möglichst mehrere. Warum denn, Doktorchen?
Bei dem Skript ist vieles kaum noch lesbar. Zum Teil angeguckelt, zum Teil verraten angefressen. Ich musste einiges rekonstruieren. So, so. Die Repräsentanz für die Politik und professionellen Leutner bat, gemeinsam befragt zu werden. Ist die Anklage der Nicht-Industrieländer damit einverstanden? Der Vorschlag könnte von mir sein, denn tatsächlich unterscheide ich zwischen den beiden Instanzen kaum. Die Meinung der Herrschenden ist die herrschende Meinung. Ein weiteres schönes Zitat, frei nach Karl Marx. Kommunist! Ich rufe die Repräsentanz für die Politik und die professionellen Leugner in den Zeugenstand. Meine erste Frage geht an die Politik. Trotz der Warnungen des Weltklimarates subventionierten die führenden Industrieländer fossile Brennstoffe weiterhin Jahr für Jahr mit rund 500 Milliarden Dollar. Warum? Nun, Sie wissen ja, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Die Politik meint, dass sie nicht unabhängig war in ihren Entscheidungen. Die Wähler wollten Wohlstand und Arbeitsplätze. Der unpopuläre Maßnahmenergriff wurde abgewählt. In einer weltweiten Umfrage 2018 bezeichneten 2/3 der Befragten den Klimawandel als größte Bedrohung für Sicherheit und Wohlstand. Klimaschutz war erklärter Wählerwille. Statistiken sind ja nur die halbe Wahrheit. Das soll heißen, Statistiken liefern noch widersprüchliche Ergebnisse. Die Menschen wollen erneuerbare Energien und gleichzeitig günstigen Strom. Sie wollen biologische Landwirtschaft und gleichzeitig billige Lebensmittel. Beides aber ging nicht. An die Politik. Erneuerbare Energien und Bio waren teuer? Ja, vergleichsweise. Klimawandel und Umweltzerstörung waren dagegen billig, vergleichsweise? Nein, das nicht. Aber das sagten Sie doch gerade. Nein, das meinte ich nicht. Ja, was meinten Sie? Dass die Preise ein großer Schwindel waren? Dass die Subventionen und die Kosten der Umweltschäden die Allgemeinheit tragen mussten, während die Reichsten ihre Gewinne maximierten? Kommunist! Faschist! Warum denn so negativ? Sicher, der Klimawandel ist eine unschöne Sache. Aber zur Wahrheit gehört auch, er hatte aus damaliger Sicht nicht nur Nachteile. Ach ja? Die Nordostpassage wurde ganzjährig eisfrei. Das verkürzte Schiffsrouten um Tausende von Kilometern, was wiederum klimaschädliches Öl sparte. Für Sie ist das ja alles ein großer Spaß, oder? Na, endlich komme ich dran. Ich wurde schon eifersüchtig. Missbrodig es, das Lied ich singen. Halten Sie sich für eine gute Sängerin. Eine vorzügliche. Allerdings, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Es sollte auch ordentlich belegt sein. Und das war es, oder? Die fossile Brennstoffindustrie finanzierte über 100 verschiedene Klimaleugnerorganisationen, wie das Heartland Institute in den damaligen USA oder in Europa das Eike-Institut. Ein simpler Verein, der nicht aus mehr als einem Briefkasten und einer Internetseite bestand. Dort veröffentlichen doch auch Sie. Na, hin und wieder. Ja, und war das Brot ordentlich belegt? Angemessen. Schließlich mussten wir uns gegen 97% der wissenschaftlichen Community behaupten. Und trotzdem konnten Sie erreichen, dass keinerlei entscheidende Maßnahme gegen den Klimawandel eingeleitet wurde? Ja, erstaunlich, nicht? Eine persönliche Frage. Glaubten Sie eigentlich selbst, der Klimawandel sei nicht menschengemacht? Sie enttäuschen mich. Ich habe Ihre Frage doch schon beantwortet. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Persönlich habe ich keine Meinung dazu. Ist das Ihre Verteidigungsstrategie? Sie sind unschuldig, weil Sie sozusagen nur eine bezahlte Arbeit verrichteten? Jetzt bin ich wieder versöhnt. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich war ein Dienstleister, ich erledigte einen Auftrag. Sie erledigten den Auftrag der Wirtschaft.
die aber auch nicht schuld sein möchte, weil sie aufgrund des Konkurrenzprinzips sozusagen selbst Opfer war? Richtig. Ja, wer also ist denn schuld? Und schon wieder enttäuschen Sie mich, weil auch das schon gesagt wurde. Schuld sind Sie, schuld sind die Ankläger, schuld sind die Zuschauer, kurz, schuld ist die Gesellschaft. Die Kälber wählten ihre Schlechter selber. Tja, vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen mehr zu Ihrer professionellen Meinung. Ach, schade. Sie können sich setzen. Nun also ganz zu Ihnen. Sagen Sie, waren Sie eigentlich wahnsinnig? Muss ich mir Beleidigung gefallen lassen? Müssen Sie nicht. Bitte, Vertreter der Nicht-Industrieländer, mäßigen Sie sich. Jede Politik predigte damals Wachstum. Doch nur Wahnsinnige konnten glauben, dass ewiges Wachstum auf einem begrenzten Planeten möglich sei. So war meine Frage gemeint. Doch ich formuliere um. Warum blieben Sie untätig, obwohl Ihnen die Fakten doch bekannt waren? Warum blieben Sie untätig, obwohl Ihnen die ungeheuren Folgen doch bewusst sein mussten? Das verstehe ich nicht. Ich werde Ihnen dazu eine sehr persönliche Antwort geben. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich bin ein Kind meiner Zeit, ein Opportunist, ein beliebiger Mensch. Im Grunde bin ich eine leere Hülle. Ich habe keine Individualität. Dafür ist gar kein Platz. Ich musste mich anpassen. Ich stehe für nichts. Und ich stehe für alles. Ich habe keine Interessen. Ich erfülle Interessen. Ich möchte nicht wirken. Mir ist die Wirkung egal, aber ich möchte wirkmächtig erscheinen. Ja, ich bin aufgeblasen, aber vor allen Dingen werde ich aufgeblasen. Natürlich haben nicht alle Menschen gleich viel Puste. Ein armer Mensch hat nicht mal Puste für sich selbst. Mittelständler haben schon etwas mehr Puste. Am meisten Puste hat natürlich die Oberschicht. Die Reichsten und Reichsten. Die Elite. Allein das Wort macht mich schon schaudern. Die Elite. Ich, der Opportunist, ich bin die Elite. Ob gute oder schlechte, das ist mir egal. Ich bin primitiv. Ich bin schwach. Gesellschaften, die mich als ihre Führung wählen, sind doch selber schuld. Aber ich bin nicht schuld. Ich kann gar nicht schuld sein. Ich bin doch nur ein Werkzeug. Nur ein rückgratloses, aufgeblasenes Werkzeug. Ich danke Ihnen für Ihre ehrliche Antwort. Ehrlich? Kann ein jeder Mensch ehrlich sein? Ja. Wie ich bereits erwähnte, geht es bei diesem Prozess nicht um Schuld und Sühne, sondern um Erkenntnis. Sie haben der Erkenntnis, dass es nie wieder ein politisches System geben darf, wie Sie es einst repräsentierten, entscheidend Nachdruck verliehen. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein. Dann ist die Sitzung für heute beendet. Wir fahren fort kommenden Montag. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Niederschlägen, bis an allen Flussufern größere Überschwemmungen gerechnet werden. Es wird dringend empfohlen,
Höhes Geländer aufzusuchen und Flüsse und Bäche zu meiden. Ich sehe die Brücke! Los! Schlapp! Ich bin hier! Warum habt ihr nicht Schutz gesucht? Wir müssen über die Brücke. Die Brücke bricht gleich zusammen. Ich denke, dass der Schlachtkopf rüberläuft. Wir müssen heute noch über den Main. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Da steht sie schon lang. Ein Baum ist gegen einen Pfeiler gekracht. Scheiße, staubt sich, lange hält das nicht mehr. Dann müssen wir jetzt rüber. Uwe, du drehst los! Und ihn helft! Die Bohnen kannst du dort einpflanzen. Hier? Genau, zum Mais und zum Kürbis. Am Mais können sie sich hochranken. Der Kürbis hält die Bohnen feucht. Gleichzeitig entziehen die Bohnen der Luft Stickstoff und geben ihn an den Bohnen ab. Mais und Kürbis sind erledigt, wir Stickstoff-Junkies. Und da muss man dann nichts weiter tun? Nee, nichts weiter. Sie unterstützen sich gegenseitig. Deshalb nennt man sie auch die drei Schwestern. Gemeinsam sind wir stark. Ich glaube, langsam färbe ich ab. Ein bisschen? Ja, Konkurrenz war früher. Heute heißt es gegenseitige Hilfe. Dann hilf mir mal. Was darf ich ernten? Wir brauchen Paprika, Karotten, Zwiebeln, Salat und zwei große Zucchini. Und hier darf sich jeder einfach bedienen? Jeder aus dem Viertel. In wöchentlichen Treffen wird beschlossen, wer wie viel er nehmen darf. Und gleichzeitig werden auch die Arbeiten aufgeteilt. Und wenn jemand zwar ernten, aber nicht arbeiten will? Das kommt auch schon mal vor, aber das ist eher selten. Ich meine, Gärtner macht doch am meisten Spaß. Könnte ich dran gewöhnen. Natürlich kann man auch die Arbeiten tauschen. Ich meine, andere passen lieber auf Kinder auf, andere reparieren eher Sachen. Und wiederum andere sitzen lieber Jahrhundertverbrechergericht. Bin ich das? Eine Jahrhundertverbrecherin? Bist du das? Morgen werden sie mich das fragen. Ich bin so froh, dass ich kein Urteil über dich sprechen muss. Hältst du mich für schuldig? Bist du das? Jetzt komm, weich nicht aus. Ich weiche nicht aus. Du bist ein Mensch wie ich. Nur hast du und deine Klasse den Planeten zerstört. Ich weniger. Weniger? Ja, als Europäer habe ich auch mehr CO2 in die Luft geblasen, als mir zustand. Aber ich bin auch für eine Zukunft ohne Emissionen auf die Straße gegangen. Deshalb weniger. Ich glaube, meine Antworten morgen werden dir nicht gefallen. Ich werde jedenfalls viel über dich erfahren. Das wirst du. Es wird nicht leicht für dich. In den vergangenen Tagen ist ein Tornado über Nordeuropa gezogen. Überschwemmungen, viele Tote, das werden die Leute im Hinterkopf behalten. Aber ich kann doch nicht für diesen beschissenen Tornado! Nur weil ich mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, soll ich plötzlich an allem schuld sein? Schön einfach macht ihr das da. Schön einfach. Neid ist das. Immer noch dieser alte Neid auf die Elite. Jeder hätte uns tauschen wollen, jeder. Aber jetzt mit dem Finger auf uns zeigen, verdammte Scheiße. Hey, komm, beruhig dich, okay? Lass uns Siesta machen. Ich massiere dich auch. Gegenseitige Hilfe? Gegenseitige Hilfe. Esta ist also richtig deutsche Kultur. Ich hab nie was von Rabe gehört. Wir? Wie fünf heulende Hunde mit Stuhlproblemen. Hast du schon mal was von Rabe gehört, Uwe? Nie gehört. Kommt jede Menge so nordisches Götterzeug drin vor. Dann mag ich Wagner bei Thor, bei Odin. Du, wo ist denn eigentlich der Doktor? Der hat noch an dem Skript zu arbeiten. Ich muss die letzten paar Seiten rekonstruieren. Ja, dann kannst du rekonstruieren. Oder schreiben. Rekonstruieren, Frau von Lichthausen. Er wird noch 2 oder 3 Tage damit beschäftigt sein. Und damit ihr Banausen in der Zwischenzeit ein bisschen deutsche Kultur abbekommt. Dieser Abschnitt nach Bayreuth. Ein Wunder, dass das Festspielhaus noch steht. Sag mal, kennst du was von Wagner? Als Deutscher kennt man Wagner. Wie oft in der Deutschen Wochenschau. Zum Beispiel? Die Walküren. In sturmgepeitschter Nacht treffen sich die Walküren, um gemeinsam gefallene Helden nach Walhall
beizubringen. Geil! Das Motiv geht so. Ba, 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 da, ba. Stellt euch den Tornado von gestern vor. Und dann diese Musik. Dann habt ihr Wagner. Hallo, hallo, der brennt geil. Wir werden hier übernachten. Wenn Wagner fertig ist, beginnt unsere letzte Etappe. In wenigen Tagen sind wir in Nürnberg. Ich kann leider immer noch keine Fortschritte verbuchen. Zwar konnte ich den Vertreter der Lichtindustrieländer zu einem Treffen überreden, aber er ist auf keine meiner ach so vorsichtigen Angebote auch nur im geringsten eingegangen. Zum Schluss bin ich sogar aufs Ganze gegangen und habe ihn einen der führenden Posten in der neu zu schaffenden Regierung angeboten. Da hat er mich nur ausgelacht. Ich glaube, er hat den Treffen nur zugeschüttet, damit er mich nach herzenslos beschimpfen kann. Sie Ärmste? Kein Problem. Ich bin masochistisch veranlagt. Aber immerhin konnten Sie mehr erreichen als ich. Trotz Einsatz all meines beträchtlichen Charmes zeigte mir die Vertriebene nur die eiskalte Schulter. Und bei Ihnen? Was soll ich schon erreichen? Er ist eine Moderation, er wird den Urteil sprechen. Aber er besitzt doch die bedeutende Macht der Manipulation. Sie sehen ja, dass er diese nicht für uns einsetzt. So schlecht im Bett. Halt die Fresse! Alles in allem stehen wir nicht besonders gut da. Unsere Strategie der Delegitimierung geht momentan eher nach hinten los. Sie haben es vermasselt. Gesellschaften, die mich als ihre Führung wählen, sind selber schuld. Hallo, geht's noch? Ich hatte eigentlich warte einen Moment. Außerdem war ich angepisst auf die Wirtschaft. Sie hat alles auf mich geschoben. Wie auch immer. Jedenfalls werden wir Hilfe von außen benötigen. Was meinen Sie damit? Momentan möchte ich noch nichts Konkretes verraten. Nur so viel. Halten Sie sich bereit. Besonders Ihnen, meine Liebe, wird eine entscheidende Rolle zukommen. Wir kommen heute zum letzten Anklagepunkt. Verbrechen gegen die Humanität. Ich bitte die Vertriebene der Erde mit der Darlegung der Beweise. Ich spreche Ihren Namen viele, die nicht mehr sprechen können. Denn Sie sind tot. Sie sind nicht nur tot, Sie verschwanden ohne jede Spur. Was wir, die Vertriebenen der Erde, erlebten, war ein Genozid, war ein Völkermord. Ich zitiere aus der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen: Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe, vorsätzliche Offenlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Um welche Gruppe geht es? Um die Gruppe der Armen. Reiche waren vom Völkermord nicht betroffen, für ein paar Millionen bekamen sie jeden Pass der Welt, für sich und ihre Familie. Arme hatten keine Millionen, trotzdem mussten und sie ungleich mehr investieren, ihr Leben. Die Völkermorder machten es sich bequem. Sie versperrten Kurse, sichere Wege und überließen der Natur die Drecksarbeit, unüberwindlich
politische Zaune, Mauern und Sperren von gut bezahlten Diktatoren und Militärs errichtet, lenken die Fliehenden in die Zone des Todes. Todeszone Nummer 1. Die Wüste. Die Wüste war ein idealer Todmacher. Die Wüste Mexikos, die Sahara. In der blühenden Hitze verwiesten die Leichname schnell. Der Wüstensand bedeckte die bleichen Knochen. Selbst wenn die Toten irgendwann gefunden wurden, niemand konnte sie mehr identifizieren. Todeszone Nummer 2. Das Meer. Die Meere zwischen den reichen und den armen Ländern waren die am besten überwachten Gewässer der Welt. Satelliten beobachteten jeden Quadratmeter und trotzdem wurden diese Meere zu den größten Massengräbern der Welt. Elfinde machten sich damals auf, die Ertrinkten zu retten. Sie konnten auch wirklich viele glückliche Ausflüchten bürgen. Doch die auf der Anklagebank versammelten Verbrecher verhinderten mit all ihrer kriminellen Energie und all ihren Möglichkeiten die Bewegung. Sie beschlagnahmten die Rettungsschiffe und steckten Retter ins Gefängnis. Die Menschen, die mich vor dem Ertrinken bewahrten, wurden dafür bestraft. Die Menschen, meine Retter bestraften, sitzen dort auf der Anklagebank. Warum wollten Sie meinen Tod? Warum wollten Sie, dass ich nicht lebe? Warum? Weil Sie Angst hatten, dass wir Ihnen irgendwann die Rechnung präsentieren für die Zerstörung der Welt? Für die Zerstörung unserer Heimat? Für die Zerstörung meiner Kinder, die so klein waren, so zerbrechlich, so hoffnungsvoll, so liebensfroh? Sie enttäuschten von meinen Augen. Brauchen Sie eine Pause oder können wir weitermachen? Es geht. Ich habe Schlimmeres überstanden, als mir deine Gegenüber zu stehen. Ich bitte die Repräsentanz der Unterdrückungsapparate in den Zeugenstand. Die Organisation Frontex. Ich werde keine Aussage machen. Alle meine Aufgaben unterlagen und unterliegen dem Geheimhaltungsgebot. Daran fühle ich mich nach wie vor gebunden. Die Regierung, die Ihnen die Geheimhaltungsgebot existiert nicht mehr. Ich werde keine Aussage machen. Alle meine Aufgaben unterlagen und unterliegen dem Geheimhaltungsgebot. Daran fühle ich mich nach wie vor gebunden. Sie repräsentieren alle Unterdrückungsapparate. Militär, Polizei, Geheimdienste und Justiz. Zumindest die Justiz der Wälder, der Klimaverbrecher, berät sich auf die Menschen und Völkerrechte, wie zum Beispiel auf die Konvention gegen Völkermord. Ist das richtig? Das ist richtig. Wie war das Vorgehen der europäischen Grenz- und Küstenwache? Die Schutzzone zu immer durchdringenden Fluchtrouten waren mit Menschenrechten vereinbar. Ich werde keine Aussage machen. Alle meine. Lenken Sie mich auf den Marsch! Bitte. Wir führten nur Befehle aus. Wir hielten uns an die geltenden Gesetze. Aha. Autorität ist GHB, offenbar. Obwohl Befehle oder Gesetze verbrecherisch waren. Wir führten nur aus, was uns gesagt wurde. Diese Strategie versuchten die Nazis in Nürnberger. Wir sind total unschuldig, aber nur Befehle ausgeführt. Diese böse Hitler hat uns sein Fach misstraubt. Doch das Gericht stellte damals ein für alle Mal fest. Wer verbrecherische Befehle oder Gesetze ausführt, ist schuldig. Ich korrigiere. Die betreffende Person ist nur dann schuldig, wenn sie sich der verbrecherischen Natur der Anordnung bewusst ist. Die verbrecherische Natur einer Anordnung, die für Vertriebene den Tod bedeutet, war Ihnen nicht bewusst? Nein! Verehrte Moderation, ich möchte hier die Befragung abbrechen. Die Angeklagte braucht offensichtlich einen Psychiater. Kein Gericht! Einverstanden. Repräsentanz der Unterdrückungsapparate, Sie können den Zeugenstand verlassen. Ich führte nur Befehle aus. Wir haben verstanden, dass Sie nichts verstanden haben. Danke.
Ich rufe nun die Repräsentanz der reichsten 10% der Welt in den Zeugenstand. Auf Wunsch der Anklage erfolgt die Befragung abwechselnd durch die drei Anklagenden. Es beginnen die Vertriebenen der Erde. Gehen wir zurück in die Zeit um das Jahr 2018. Verschiedene Studien stellten damals fest, die 10% reichsten der Welt waren wegen ihres Konsumverhaltens für die Hälfte aller Treibhausgase in der Atmosphäre verantwortlich. Die ganze Hälfte, rund 3,1 Milliarden Menschen, haben nur 10% beigetragen, sind aber von Stürmen, Dürren und anderen Folgen des Klimawandels am meisten betroffen. Finden Sie das gerecht? Finden Sie es gerecht, wenn der Vogel den Wurm frisst? Wie bitte? Sie setzen sich mit diesem Prozess auf das hohe Ross der Gerechtigkeit und verteidigen die Natur. Doch in der Natur gibt es keine Gerechtigkeit. Sobald du auch befit ist, überleben wir stärker. Auch der Vogel stirbt, wenn es keine Würmer mehr gibt. Soll er Käfer fressen? Haben Sie bislang nicht zugehört? Auch um den Bestand der Käfer ist er schlecht bestellt. Wie auch immer, Gerechtigkeit ist kein natürliches Prinzip. Survival of the fittest heißt korrekt übersetzt. Überleben am besten angepassten. Haben Sie die selbstlosen Reisen für die Angewelt am besten angepasst? Unser Erfolg bestätigte das ja wohl. Wir standen an der Spitze der Nahrungskette. Sie sind für die Anwendung angeblich natürlicher Maßstäbe, nicht allgemein menschliche? Vor allem bin ich Realistin. Utopische Träume schön und gut. Aber Utopien werden nie bestehen können, da sie im Bauplan der Welt nicht vorgesehen sind. Mir scheint, meine Klasse hat das Wesen der Natur um einiges besser verstanden als die vorgeblichen Natur- und Klimaschützer. Sie halten eine gerechte Welt, eine klimagerechte und menschliche Welt für eine Utopie! Ja, sie ist wieder natürlich. Dann machen wir doch mal ein Gedankenexperiment. Legen wir natürliche statt menschlicher Maßstäbe an. Mögen Sie Was soll die Frage? Antworten Sie auf die Frage, mögen Sie Mücken, diese blutsaugenden, kleinen, virenübertragten Biester. Mögen Sie die nicht besonders? Angenommen, eine Mücke setzt sich nun auf Ihre Hand und sticht. Was machen Sie dann? Dumme Frage. Ich erschlage Sie. Weil sie ein unnützer, lästiger Parasit ist? So ungefähr. Andererseits waren Mücken aber auch sehr erfolgreich. Sie überlebten die Bienen nicht. Leider. Sie waren sogar so erfolgreich, dass einige Gebiete auch hier in Europa durch sie gänzlich unbewohnbar wurden. Ja. So, und nun möchte ich Sie bitten, für einen Moment meine Perspektive einzunehmen. Ich komme aus einem Land, das durch Ihre Klasse unbewohnbar wurde. Für mich sind Sie eine Mücke. Darf ich Sie deshalb erschlagen? Ich bin keine Mücke! Nein, das sind Sie nicht. Sie sind schlimmer, viel schlimmer. Sie saugten die Erde nicht nur aus bis zum letzten Tropfen, sondern hinterließen auch ihre dreckige, widerliche Hinterlassenschaft, die alles Leben auf ihr erstickte. Sie sind ein Schmarotzer ohne Gleichen und die Menschheit hat daher alles Recht, sie zu erschlagen. Wie eine Mücke, wie ein Blutsauger, ein Schmarotzer, ein Parasiten. Das dreckigste und widerlichste Stück Dreck, das es auf einer Welt geben kann, oder? Bitte. Sie glauben nicht an Utopien. Und doch leben wir in einer. Sicher, mehr schlecht als recht, aber wie könnte es auch anders sein, nachdem die Welt von Realisten wie Ihnen ins Chaos gestürzt wurde? Diese Utopie ist zu schwach. Sie wird zerbrechen. Schwach? Am Ende des Kapitalismus gab es ein merkwürdiges Phänomen. Statt kleiner und umweltfreundlicher wurden die Autos immer größer. Was denken Sie? Ist es ein Zeichen von Stärke, einen riesen klimaschädlichen SUV zu fahren? Oder von Schwäche? Ein Kind, das die Welt erklärt. Von Schwäche.
Vor Fehlern die Augen zu verschließen und sich in seinem Privatpanzer zu verstecken, ist schwach. Unsere Utopie dagegen ist stark, weil wir uns unseren Fehlern stellen. Unsere Utopie ist stark, weil wir nicht auf Stärke setzen, sondern auf Vernunft. Ich gebe zu, im Moment seid ihr die Stärkeren. Aber das wird sich wieder ändern. Denn es kann nur dann ein stabiles Gleichgewicht geben, wenn es ein Oben und ein Unten gibt. Wenn jeder weiß, wo sein Platz ist. Aber denken Sie nicht, dass eine neue Zeit ansteht? Haben Sie aus den Erfahrungen der jüngsten und allerjüngsten Vergangenheit so gar nichts mitgenommen? Das Leben ist kein Wunschkonzert. So schön eine neue Zeit wäre, so sinnlos ist es, sich diese vorzustellen. Der Mensch ist des Menschenfeind. Kein noch so edler Vorsatz wird das jemals ändern können. Wenn ich verurteilt werde, dann nicht, weil ich mich unmenschlich verhalten habe, sondern weil ich mich menschlich verhalten habe. Das ist die Wahrheit. Diese Wahrheit müssen wir Menschen annehmen und uns voreinander schützen. Es gibt Wölfe und es gibt Lämmer. Wir haben immerhin die Freiheit, uns zu entscheiden, ob wir Wolf oder Lamm sein wollen. Ich werde immer Wolf bleiben. Moderne Schnellfeuerwaffen aus dem letzten Krieg. Diese 50 Mann in einer Minute um. Sauber! Pistolen! Für die Selbstverteidigung. Natürlich mit jeweils massig Munition. Ich nehme zwei! Und dann noch, sozusagen als letzte Verteidigungslinie. Angriffslinie. Diesmal greifen wir an. Angriffslinie. Für jeden ein ordentliches Messer. Ich nehme zwei! Kannst du haben, so viele du willst, denn ihr seid unsere Hoffnung. Steht das Netzwerk? Alle Zellen weltweit haben ihre Waffen aus dem Depot geholt, gereinigt und geladen. Sie stehen Gewehr bei Fuß. Wenn ihr das Startsignal gebt, dann geht es los. Und wie? Und das Signal lautet? Wenn die reiche Tussi sagt, wir sind keine Klimaknechte, wir sind die Herren der Welt. Wir sind keine Klimaknechte! Wir sind die Herren der Welt! Wir werden uns kurz vor der Urteilsverkündung in den Gerichtssaal schleichen. Dann dürfte die Zuschauerzahl am größten sein. Frau von Wichthausen hat dort früher einmal gearbeitet. Sie wird uns ungesehen bis kurz vor den Gerichtssaal führen. Jetzt wird's langsam Klärchen. Ohne der reinen Tante geht nix. Kapische? Kapische! Hier in Nürnberg gibt es eine gut organisierte Trapper-Szene. Als erstes werden wir die Rundfunkstation übernehmen. Ein Teil von uns stirbt natürlich sofort zum Gerichtsgebäude. Wir danken euch, Kameraden. Die Beweisaufnahme ist hiermit abgeschlossen. Ich bitte die Vertreterin der Kinder der Welt, ihr Schlussplädoyer zu halten. Als ich ungefähr 8 Jahre alt war, hörte ich zum ersten Mal etwas von Klimawandel und globaler Erwärmung. Anscheinend war das etwas, das Menschen durch ihre Lebensweise erzeugten. Man sagte mir, ich sollte Lichter ausschalten, um Energie zu sparen. Ich erinnere mich, wie seltsam ich es fand, dass Menschen, eine Tierart unter vielen, das Klima der Erde so verändern konnten. Denn wenn es so wäre und es wirklich passieren würde, würde dann nicht alles darüber sprechen? Aber es war so, als würde es einen Weltkrieg geben und niemand spreche darüber. Wenn die Verbrennung fossiler Brennstoffe so gefährlich war und unsere Existenz bedrohte, wie konnten wir dann so weitermachen wie bisher? Warum gab es keine Beschränkungen? Warum wurde es nicht verboten? Im Jahr 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Wenn ich Kinder und Enkelkinder habe, werden sie diesen Tag vielleicht mit mir verbringen. Vielleicht fragen sie mich nach Ihnen, den Leuten, die damals lebten, als der Weltklimarat seine Prognose veröffentlichte. Vielleicht fragen Sie, warum Sie, die Angeklagten, nicht in Panik geraten sind, als ob
Zivilisation wurde geopfert, damit sehr wenige Menschen weiterhin enorm viel Geld verdienen konnten. Unsere Biosphäre wurde geopfert, damit reiche Menschen weiterhin im Luxus leben konnten. Normalerweise hätte jeder den Aufruf einer minderjährigen Schülerin zum Totalumbau einer Zivilisation als Hinweis auf eine gestörte Wahrnehmung, als eine Form von kindlichen Wahnsinns interpretiert. Doch bei Greta Thunberg, der kuriosen Kinderheiligen aus dem Norden, folgten ihr die Menschen in einem messianisch-apokalyptischen Hineinsteigern in eine Art Weltuntergangstrance, die jeden Zweifler verdammte. Unter den Augen der Weltpresse verkündete sie, ihr globales Projekt, die Menschen in puncto Klima in Panik versetzen zu wollen. Ohne sich jetzt auf diese oder jene Seite zu schlagen, darf die Frage gestellt werden, wäre es aus damaliger Sicht wirklich vernünftig gewesen, den Totalumbau unseres Wirtschaftsmodells und unserer Lebensweise auf der Grundlage einer schwärmerischen Erderwärmungshysterie voranzutreiben, die darauf abzielte, die freie Marktwirtschaft abzuschaffen? Und wäre es damals wirklich weitsichtige Politik gewesen, kommenden Generationen gewaltige Kosten einer Energiewende aufzubürden, die auf Erkenntnissen aufbaute, die alles andere als unbestritten waren? Wir werden nun eine Prozesspause einlegen. Alle Menschen der Welt können einen Urteilsspruch ablegen. Diese werden in den untersten Räten beschlossen und nach oben gereicht. Der Weltrat entscheidet über den finalen Urteilsspruch, der, wie bereits erwähnt, für alle Menschen gilt, die sich nachweislich Schuld in den drei Anklagepunkten auf sich luden: Verbrechen gegen die Natur, Verbrechen gegen die menschliche Zivilisation und Verbrechen gegen die Humanität. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Im Herbst 2030 begann dieser Prozess. Beweise wurden dargelegt und die Angeklagten hatten ausreichend Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge auszubreiten. Die verbliebene Weltbevölkerung diskutierte über die möglichen Lehren dieses Prozesses und einen möglichen Urteilsspruch. Um den Globus nicht länger auf die Folter zu spannen, möchte ich jetzt mit der Verkündung des Urteils beginnen. Im Namen der Kinder. Gegen die Ökologisierung des Abendlandes, Pegöda, der angeblich von Menschen gemachte Klimawandel, ist eine Erfindung mächtiger Kreise, die den Umsturz der alten Ordnung planten. Mit dieser riesigen Lüge wollten sie von ihren finsteren Machenschaften ablenken. Dafür haben wir unwiderlegbare Beweise. Dr. Wanger, sagen Sie vor. Mein Name ist Dr. Volker Wanger, der Mitarbeiter des renommierten Eike-Instituts, einer der wenigen Forschungseinrichtungen, die sich der allgemeinen Meinungsdiktatur beugten. Mit unserem Bund Pegöda haben wir im Schutz von Jena das letzte überlieferte Skript eines Buches von Edward Snowden ausgegraben. In diesem führt aus, dass der Klimawandel eine Erfindung der CIA ist, der erlebt. Ruhe! Oder ich schlacht dich ab! Ein Mensch, ihr seid auf ein Fake reingefallen. Halt dein Maul! Wir haben sein Buch! Hier!
will doch auch wissen, wie es ausgeht, okay? Los, macht weiter, ihr Clowns. Wir sind keine Clowns! Wir sind viele. Und gemeinsam werden wir das alte Deutschland wieder aufrichten! Ich bitte nun die führende Vertreterin der alten Ordnung, eine Patriotin aus einem der reichsten und edelsten Geschlechter, die dieses Land je hervorgebracht hat, zu ihrem Volk zu sprechen und zu allen Völkern der Welt. Jetzt dürfen Sie und bitte die Parole schön laut, wie wir es geübt haben. Patrioten in Deutschland, Patrioten in der Welt. Der Dolchstoß der Klimalüge nahm den Menschen die Kraft, sich gegen die Tücken des Klimas zu wehren. Eine verbrecherische, vaterlandslose Clique raubte mit der Klimalüge der Menschheit den Mut und den Unternehmergeist, es mit allem aufzunehmen, auch wenn die Hindernisse noch so unüberwindlich scheinen. Damit wollte die Clique die natürliche Ordnung des Oben und Unten, des Führens und Geborgenseins, des Leistungsprinzips und der Konkurrenz zerstören, um die Menschen wehrlos für ihre Machenschaften zu machen. Aber damit ist jetzt Schluss. Deutsches Volk, Stämme der Welt, steht auf und erhebt eure Stimme mit mir unter dem Schlachtruf. Jetzt! Die Parole! Die Parole! Nein! Der menschengemachte Klimawandel ist keine Lüge! Er ist so wahr, wie ich hier stehe! Sollte wirklich derartige Idioten unsere Welt überlassen? Schließt euch der neuen Welt an! Es ist die einzige, die wir noch haben! Das werden wir nicht zulassen! Ich bin eure Führerin! Und ich befehle, legt eure Waffen nieder! Wird's bald! Brav. Und jetzt setzen wir uns wieder hin und erwarten den Urteilsspruch. Nach diesem lustigen Intermezzo verlese ich jetzt den Urteilsspruch. Der Urteilsspruch, der in einem weltweiten Konsensverfahren ausgewählt wurde, stammt von Schulkindern aus Samoa, einer Insel im Pazifik. Das Urteil der Kinder von Samoa. Wir haben uns den Prozess angeschaut und finden, alle Menschen auf der Anklagebank haben Schuld. Sie haben ganz schlimme Sachen gemacht und ganz viele Kinder und Eltern tot gemacht. Sie haben fast alle Tiere im Wald umgebracht und im Meer und auch die ganz Kleinen. Und den anderen Tieren im Stall haben sie ganz furchtbar wehgetan. Sie haben die Welt so kaputt gemacht, dass viele Menschen nichts mehr zu essen und auch gar nichts mehr zu trinken hatten. Wenn sie woanders hingegangen sind, wo es noch was zu essen oder zu trinken gab, hat man sie mit Pistolen und Gewehren wieder zurück zum Verhungern geschickt. Und dann haben sie sogar noch einen Krieg angefangen und fast alles auf der Welt zerstört. Das macht uns ganz furchtbar traurig. Aber fast genauso traurig sind wir, weil sie immer noch den gleichen Schmarrn denken wie früher. So blöd können doch Erwachsene nicht sein, dass sie nicht kapieren, was sie angestellt haben. Aber sie tun uns auch leid, weil wir gehört haben, was für ein beschissenes Leben sie gehabt haben. Wie können Menschen sich nur freuen, wenn sie mehr haben als andere? Wie so ein blöder Schulhofprügler, der anderen das Pausenbrot stiehlt. Der wird nie glücklich sein,
weil ihn keiner mag. Wie kann jemand stolz auf sich sein, wenn er Regeln aufstellt, die machen, dass es sehr viel schlechter geht oder dass sie sogar sterben? Und wie können Leute glücklich sein, wenn sie wissen, dass sie die ganze Welt anlügen? Kein Kind will so eine Mama oder so einen Papa. Und was ist das für ein bescheuertes Leben, einfach nur reich zu sein, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen, anstatt irgendwas Schönes für die Menschen zu tun? Das ist doch vollkommen gaga. Und wir haben sogar geweint, weil wir so froh waren, dass wir nicht so aufgewachsen sind wie sie und dann vielleicht auch so ein bescheuertes Leben gehabt hätten. Daher haben wir ganz viel Mitleid mit den Angeklagten und möchten sie lieber nicht verurteilen. Im Unterricht nehmen wir gerade die Sonne durch. Deswegen werden wir uns morgen in der Früh den Sonnenaufgang bei uns anschauen. Denn der Sonnenaufgang bei uns ist der tollste der Welt. Wir hoffen, dass das Meer nicht so schnell steigt, damit wir noch lange auf unserer schönen Insel bleiben können. Aber wir wissen, irgendwann werden wir hier weg müssen. Wir haben euch alle lieb, die Kinder von Samoa. Thank you.